Moin, jo und willkommen ja in der heutigen dritten Versteigerungsrunde der Doppelversteigerungsaktion, dem Charity-Doppelschlag im August vom Andi 1878, von Andi 1878, langsam Stefan, und von mir. Der genaue Ablauf bzw. Infos zum Ablauf findet ihr in schriftlicher Form in der Videobeschreibung. Ich packe euch auch noch zwei Links zu vorangegangenen Videos zum Infovideo dieser Aktion und auch zum ersten Spendenvideo, also vom Montag, die erste Versteigerungsrunde. Da gehe ich nämlich nochmal kurz drauf ein, wie der genaue Ablauf stattfindet. Ansonsten findet ihr alles in der Videobeschreibung. Ich hoffe, da werden alle Fragen beantwortet. Lest euch das bitte durch, wenn ihr keine Ahnung haben solltet, was Sache ist. Und solltet ihr dennoch noch Fragen haben oder etwas unklar sein, dann packe ich euch meine E-Mail ebenfalls mit in die Videobeschreibung. Dann mich bei Interesse, bei Bedarf einfach anschreiben. Heute in der dritten Versteigerungsrunde könnt ihr dieses Jahrs Outdoor-Messer ersteigern. Das ist das Modell Keiler. Das ist hier auch noch namentlich gemarkt. Ein handgefertigtes russisches Jagd- und Outdoor-Messer mit geschmiedeter Klinge. Das ist eindeutig ein Modell, das, wie ich finde, sowohl in der Optik wie auch in der Performance überzeugen kann. Mich konnte es auf jeden Fall überzeugen. Ich habe dieses Modell in der Vergangenheit auch schon in einem Testvideo vorgestellt. Und wer ernsthaftes Interesse an dem Keiler hat, der checkt am besten das Video zu meiner Vorstellung mal aus. Werde ich euch auch in der Videobeschreibung verlinken. Das Keiler wurde benutzt, befindet sich aber, und ich hoffe, das kommt gut rüber, befindet sich aber in einem optisch guten Zustand. Die Klinge ist scharf, alles sauber verarbeitet hier. Aber wie gesagt, beim ganz genauen Blick checkt ihr meine Videovorstellung dazu aus. Das Messer kommt in der Original-Stecklederscheide. Die ist natürlich im Lieferumfang mit enthalten. Da wird das Messer gut, sicher und tief gehalten. Außerdem bekommt ihr noch das Original-Pflegeöl, das dabei war. Damit könnt ihr sowohl die Klinge wie auch das Holz schützend bearbeiten. Und das Zertifikat zum Keiler, zum Jahresmesser, das ist natürlich auch dabei. Da findet ihr die wichtigsten Daten zu diesem Modell. Der Stahl, Maserbirke als Holz verbaut, die technischen Daten, die Rockwellhärte, Fertigungsdatum und so weiter und so fort. Das kommt natürlich auch noch mit dazu. Ein wirklich schönes Modell, das mich aufgrund der guten Schneideigenschaften überzeugen konnte. Der hier vorhandene Hohlschliff macht da einen tollen Job und die geschmiedete Klinge, dieser russische D2, der hat sich als außerordentlich schnitthaltig gezeigt. Dazu die Maserbirke, das ist ein Hingucker wie auch ein wunderbarer Handschmeichler. Tolles Messer. Ja, russische Handarbeit, klasse Teil, bin mir doch ganz sicher, da wird es den ein oder anderen geben, der sich für dieses Modell hier begeistern kann. Und ich hoffe, es kommt in gute Hände. Den Stachel, den habe ich in den Spendenpott mit reingeworfen. Das ist mein Beitrag und ich hoffe, das kommt, wie gesagt, in Hände, die Lust auf solcher Modell haben und dies dann auch benutzen werden. Und es kommen dafür ein paar Euros zusammen. Alles klar, jetzt seid ihr wieder gefragt. Dritte Versteigerungsrunde. Bei Interesse den Versteigerungskommentar suchen und da dann euer Gebot dalassen. Und ja, das war's dann von mir. Ich verbleibe wie immer mit, bleibt gesund. Peace, ich bin raus.